Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal in Dryfield zurück, ne? Und wir können auch nicht mehr auf die Karten drauf. Und ja, wir haben uns eine mega geile Waffe gekauft. Schaut euch das Ding mal an. Vom guten alten Douglas, ja. Der Douglas, der weiß, wie man mit Waffen handelt. Und ja, genau, Leute, wir sind zurück hier im Bunker. Wir haben ja beim letzten Mal noch Pierce gerettet. Genau, der Pierce, der war ja da, ne, und hat uns auch eine neue Rüstung gegeben. Hier die taktische Weste. Richtig gutes Teil. Und wir sind voll mit Items. Genau, wir müssen ja jetzt weiter hier dieser Intrige auf die Spur kommen. Und zwar, ja, die haben ja da irgendwas, ne, mit so einem kleinen Mädchen gemacht, ne. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal in den Bunker rein. In den gruseligen Bunker. Und schau mal, was uns da erwartet. Auf jeden Fall erstmal Gegner hier. Ach du Kacke. Firefly? Ziehen die rein? Ja, die ziehen rein. Sehr gut. Genau, wir haben die neue Waffe. Keine Pause beim Schießen. Richtig gut. Da lacht er uns einfach aus, ne? Boah, ich stehe einfach auf Schrotflinten. Es tut mir leid, Leute. Gut, wir waren jetzt hier beim letzten Mal. Genau, wir waren hier angekommen schon mal und hatten uns ja entschieden, nicht hier den Aufzug zu nehmen. Allerdings nehmen wir jetzt hier den Aufzug, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen. Der Aufzug saß hier also fest. Die Notbremse wurde betätigt. Ich deaktiviere die Notbremse. Welcher Stock? Genau, wir waren ja auf der Suche nach dem... nach dem Bowman, genau, Leute. Wir wurden ja damals, falls ihr euch erinnert, vor 3 Folgen vom Bowman angegriffen und der ist auf den Stock B1 abgehauen. Da würde ich mal sagen, gehen wir jetzt einfach mal hin. So. Und diese Musik hier, Leute. Wirklich, ich weiß nicht, ob ihr sie hört, aber diese Musik ist so scary. Allerdings, Leute, haben wir jetzt hier erstmal die richtigen Gegner für die Fireflies hier. Schaut euch die an. 3 Schüsse und die sind weg. Von der mega geilen Waffe hier. Ach, dann ist das eine geile Waffe, wirklich. Batz. Hey. Ah, der... Okay. So. Hol den runter. Mach mal hier Dings. Hol den runter. So. Sehr schön. Und Bots. Und Bots. So einfach kann's gehen, Leute. Richtig geile Wumme. Dankeschön, lieber Douglas. Diese Musik hier, ey. Oh. Gut, Leute. Wir müssen Bowman killen. Okay. Ich glaube, der war ja hier in diesem... Genau, der war hier in diesem Gang drin. Bowman, Leute. Gehen wir hier rein. Hä? Da ist nur ein Dickerchen, das uns Hallo sagt. Okay. Ja gut, dann... Der ist ja easy kaputt hier. 3 Schuss, weg damit. So, Leute. Ah! Oh! Okay, Fireflies geht bei denen auch. Aber das ist effizienter. Necrosis. Noch mehr Schleimdinger. Necrosis. Oh, der ist vergiftet, okay. Oh, ja, ja. Komm schon. Dickerchen. Mysteriös. Ich dachte eigentlich, er wäre Bowman. Ach nein, der ist in dem anderen Gang. Ah, ich verstehe. Der ist in dem anderen Gang, Leute. Oh, Schleimdinger. Ja dann. Wenn die da so schön liegen, dann machen wir direkt Necrosis da drauf. Ja, das ist, glaube ich, auf der anderen. Oh, zu nah. Haha. Wir haben einen Anti-Stummheit. Leute. Wir haben Anti-Stummheit in unserer West. Oh, schau mal, da ist ein Roter. Der Rote, der ist eigentlich heftiger, aber wir haben zum Glück Necrosis auf Level 2. Ich glaube, den werde ich auch als nächstes auf Level 3 leveln. Das trifft doch das Ding. So. Genau, Leute, hier gibt es rote Schleimis. Wir haben eigentlich mehr drauf, aber wir haben ja kräftige Zauber. So, und schaut euch jetzt mal an, wie viele MPs wir kriegen. 78. 78 MPs. Das macht uns quasi wieder voll.
So, Leute. Gut. Oh, diese Musik, ne? Gut, Leute. Machen wir uns bereit für den Kampf gegen Bowman. So. Habe gewartet, Auserwählte. Nicht tot, also. Du kein Mensch, du auch ENMC. Warum hilfst du Menschen? Menschen keine Fortschritte. Du widersetzt Natur. Du Auserwählte. Leute, darf ich vorstellen? Erinnert euch? Das ist Bowman. Okay. Granatenpistole. Und direkt drauf da. So, bevor der irgendwas macht, einfach mit Granaten drauf schießen. Und das war's. Das war's mit Bowman, Leute. Ah. Das hier hat wohl ihm gehört. Eine ID-Karte. Genau, Leute, dann schauen wir uns die ID-Karte doch mal an, weil die werden wir gebrauchen können. Hier. Eine Magnetkarte. Hier steht Neo Arc Projektleiter Fred Bowman. Ah, Fred hieß er also, okay. Daneben das Foto eines nervös aussehenden Mannes. Ja, der sah aus wie so Tom Hanks oder so. Okay, ich verstehe. Ja, Leute, das war Bowman. Ah, hier sehen wir das, ne? Schaut mal hier, hier ist ein Loch drin. Da ist er also durchgekrochen. Ich verstehe schon. Der hat hier also auf uns gewartet. Sehr nett. Okay. Ja, er hat ja gewartet, hat er gesagt. Aber krass, das Loch habe ich vorher nicht gesehen. Oh, diese Musik, Leute. Ey. Ich weiß nicht, ob ihr die hört, weil die so dezent ist. Was haben wir hier? Für Gegner. Wow, die Mucke, ey, wirklich. Schleim. Ah, okay. Wow, egal, ich habe Anti-Stummheit. Ihr könnt mir nichts. Mach einmal hier einfach Nekrosis rein. Ah, schade, Leute. Ich dachte, das geht durch die Wände mit durch. Aber leider nicht. Okay, egal. Wisst ihr was? Da ist ja so ein roter, ne? Mach den kaputt. Das finde ich geil, dass die Roten auch direkt kaputt gehen von dem Nekrosis-Zauber. Finde ich gut, weil die Roten, die hatte ich immer als heftiger in Erinnerung. Auf dem Klo, da ist noch ein Roter. Gut. Nekrosis. Oh, gut. Zum Glück gehen die direkt kaputt, ey. Wirklich. So. Die Schleimis, die sind kein Ding, wirklich. 100 MP. Ach, du Kacke. Aber die geben viel BP, sind 1270, ja. Und EXP. 3800. Wir können Nekrosis auf Level 3 bringen. Das mache ich doch direkt. Weil Nekrosis gegen die zieht jetzt richtig rein, Leute. Genau. Haben wir jetzt eigentlich einen Tipp bekommen? Ne? Haben wir jetzt einen Tipp? Ich checke den Bunker nochmal. Vielleicht finde ich was. Oh, die Musik, ey. So gut. Ich finde es schade, dass die Töne so leise sind, weil sonst würdet ihr es hören können. Oh Gott. Boah, erschreckt mich doch nicht so. Blödes Ding, ey, wirklich. Egal, ich habe hier Firefly, ihr könnt mir gar nichts. Die Spinnen hier, ach, was? Was soll das denn, wirklich? Das ist ein Kindergarten. Der andere ist auch kaputt. Ich habe zum Glück hier die Dauerfeuerschrot, ey. Und weiter, so. Zum Glück habe ich die Dauerfeuerschrot, Leute. So, 318. Die geben richtig viel XP, die Gegner, ne? Richtig gut. Gut, dann ist hier rechts noch was. Dem Gang zum Kontrollraum, wo wir beim letzten Mal waren. Ah, Dickerchen. Ja, lass dich mal kaputt schießen. Der ist jetzt gelähmt, Leute. Schaut mal, der ist gelähmt. Der kann nicht mehr aufstehen. Das finde ich sehr fair, dass die Statis, die Gegner verteilen, auch auf Gegner gehen. So, dann direkt zack, zack. So, Leute. Immer schön die Munition wechseln, genau, für die richtigen Dinger. Perfekt, wir kriegen immer mehr XP. Wir leveln uns förmlich auf hier. Wir bereiten uns auf irgendwas... Oh.
Gott. Da hoch müssen wir nochmal. Wir müssen nochmal zur Mine. Ja gut, okay, dann machen wir das halt. Wir haben ja viel Zeit. Gut, Leute. Gefällt euch das hier, was ihr so seht? Also mir gefällt es sehr. Jetzt sind wir reingekommen, ne? Ganz am Anfang vom Bunker. Wir müssen nochmal zurück in die Mine. Ach, das wird cool jetzt. Mit der neuen Waffe gegen die schwachen Gegner da oben. Gibt's hier überhaupt? Nee, nur in der Kaverne, okay. Ja, Leute. Geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut. Ich nehme es alles noch an dem Freitag auf. Wir haben fast Mitternacht. Und ja. Ah, hier ist ja diese gruselige Musik wieder. Okay, ich muss meine Muni wieder wechseln. Ah, gut. Mach die kaputt. Los. Spinne da, ey, wirklich. Die Spinne spinnt. Der spinnt doch, der Gegner. Naja, gut. Genau, wir sind jetzt wieder in diesen ganz alten Gebieten, Leute. Finde ich super. Wirklich. Da ist er. Schneller. Oh, ich habe Firefly, Kollege. Schön beim Douglas gekauft hier. Ja, schön Gegner farmen. Wirklich. Ja, wie gesagt, also Quarantäne ist bei mir jetzt Standard geworden. Und ja, ich habe mich aber mittlerweile damit arrangiert. Also die Quarantäne ist wirklich jetzt bei mir ein gewohnter Zustand. Und die fallen wieder runter, sehr gut. Und ja, ich hoffe bei euch auch soweit, weil den Zustand kann man momentan ja noch nicht ändern. Also die Regierung hat ja verlängert die Maßnahme. Und ja, finde ich aber auch richtig so, weil was bringt es denn, wenn die jetzt alles wieder aufmachen und die Scheiße dann wiederkommt? Also ich finde, es bringt gar nichts, Leute. Gar nichts bringt das. Deshalb lieber nochmal ein bisschen länger zu Hause bleiben. Es ist scheiße schwer, ja, aber... Kann man hier Dings machen? Genau, kann man Plasma machen. Und dann einmal hier so gegen die Skorpione. Oh, Fledermäuse! Da brauche ich jetzt sowieso Plasma. So. Und nochmal Plasma. Oh, das hat gar nicht getroffen. Okay. Schneller. So. Zum Glück habe ich die Dauerfeuerschrot hier. Die Skorpione können da gar nichts machen. Ja. Wie gesagt, also lieber diesen Zustand noch ein bisschen aufrechterhalten. Damit es dann wirklich wieder abschwillt, die Kurve von Corona. Genau, hier sind auch Gegner, aber ich befürchte, dass das Unsichtbare sind, ne? Das sind unsichtbare Leute. Versuchen die mich zu erschrecken, hat das aber ein bisschen. Moment, mach mal hier Dings. Plasma. Bisschen lähmen. Dann Muni wechseln. Und schneller schießen. Ach, verdammt. Haben sie mich doch mal gekriegt hier. So. Aber ich sehe euch, Leute. Ihr könnt euch nicht mehr verstecken vor mir hier. Ist noch einer. Okay. Ist noch einer. Krass. Wie viele sind denn hier von denen? 4 Stück. Okay. Ja gut, aber ich meine, bringt alles Punkte. Schaut euch das an. Wir haben schon wieder 2000 XP. Richtig gut. So, einmal noch kurz hier raus und dann nochmal in den Forge-Tunnel da rein. Oh, jetzt, hier waren wir ja lange nicht mehr, ne? Ja gut. Gut, dann macht ihr halt mit Firefly, ist ja egal. Die sind sogar mit einem Schuss kaputt. Cool. Und die Skorpione, was bringen die bei Firefly? Auch mit einem Schuss kaputt. Ey, das ist ja easy, wirklich, Leute. Das ist ja Kindergarten, wirklich, mit den Fireflies. Nicht da in die Brühe reinlaufen. Ah, der überlebt sogar einen Schuss, okay. Ey, das ist ja wirklich Pipifax hier jetzt. Wirklich. Easy Farm. Easy Farm, wirklich. Und wieder 4000 BP. Schon mal gut. Moment, war in dem Truck da noch was drin, wo wir schon mal hier sind? War da noch was drin hier? Ich muss mal gucken. War hier noch was drin? Ein paar Medizin. Ja, ich glaube. Nee, brauche ich nicht. Ich bin auch eh voll. Gut. Hier komme ich später nochmal zurück. Wenn es denn nötig wird. Und vielleicht wird es nötig, Leute. Das Spiel wird nochmal richtig krass. Das ist jetzt noch so, ja, Vorbereitung auf den großen Sturm. Das ist alles noch Vorbereitung hier, Leute.
Ui. Okay, die Mücken, die Motten da, die mache ich nicht mit Firefly. Die mache ich lieber hier mit Bugshots. So, Leute. Da ist aber noch mehr. So. Die Skorpione da noch. So. Das war's. Ach Mensch, das ist so schön. Einfach so easy Gegner killen, wirklich. 2222 BPs haben wir. Sehr schön. Schnapszahl, Leute. Darauf einen Schnaps mit Kyle? In der Bar in Dryfield? Nee, ich glaube nicht. Gut, Leute, dann will ich mal sagen. Wir müssen da noch unten noch. Ah, okay, wir kommen der Sache näher, Leute. Ich glaube, diese Folge wird eine Saubermachfolge. Eine Putzfolge. Okay, Leute, dann gehen wir den ganzen Weg jetzt nochmal. Also, ich weiß noch, wie wir hier waren und ich hier voll die Schiss hatte in dieser Mine. Leute, hier bei den beiden Rätseln vorbei. Hier bei den beiden Bossen vorbei. Und hier war es ja dann so mysteriös, ne? Fünf Folgen. Vor fünf Folgen war das. Genau, hier ist es jetzt offen, Leute. Und wieder in den Bunker rein hier. Los. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, dass sie mit der Situation gut klarkommt. Ich habe mich dran gewöhnt. Und ja, so bleibt doch auch mehr Zeit für Videos gucken. Ne? Videos gucken, Videos machen. Ja, ist so ein guter Schnitt. Gut, wir gehen wieder in den Bunker. Haben die Gegnerrunde beendet. Und sind jetzt wieder hier in dieser gruseligen Musik, ey, wirklich. Ich finde es schade, dass man diese Sounds so dezent sind. Ne? Die hätten sie ruhig ein bisschen lauter machen können. Damit man die auch durch die Aufnahme hört. So, wir sind wieder in der Desinfektionskammer, wo jemand einen Kommentar geschrieben hat von wegen, sind Gold wert. Ja, sind sie. Vor allem momentan. Aber ja, hier im Spiel eher suboptimal. Gibt's hier an dem Telefon irgendwas Neues? Nein. Okay. Dann mach hier kurz einen Save Stat. Gut, dann würde ich sagen, hier in der Kiste waren ja noch Bugshots drinnen, ne? Die Monster kommen nicht an das Schloss. Ich leg meine Sachen ab. Hier waren noch Bugshots drinnen. Stimmt, Leute. Oh, nur noch drei Bugshots? Stimmt. Egal. Bevor ich da hingehe, nutze ich die andere Knarre. Oh, diese Sounds meine ich. Boah, super, ey. Okay, Dickerchen. Oh. Gut, dann mach die Bugshots erstmal leer. Dann haben wir einen Platz. Oh. So, dann mach die Bugshots einfach leer. So. Dann schießt er einfach weiter drauf. Genau. Die sind müde, ey. Ich finde die so geil, die sind immer so müde. So. Dann schießt man daneben. Ah ja. Und dann schießt ihn kaputt. Ah! Nein, das war das Falsche. Oh, da hat der Penner mich sogar mal erwischt hier. Gut, dann macht den kaputt. Genau. So, dann haben wir jetzt nämlich die Bugshots komplett leer. Dann können wir die Muni wechseln. Leute. Zu Fireflies, genau. Davon haben wir noch 146 Stück. So, hier rein können wir ja immer noch nicht, ne? Wozu braucht man eine so fette Tür? Ja. Da können wir immer noch nicht rein. Alles klar, Leute. Alles. Dann gehen wir mal runter, Leute. Weil unten waren auch noch Gegner. Und vor allem, neue Erkenntnisse warten auf uns. So. Da sind Würmer wieder. Okay. Gut. Oh, du Penner, wirklich. Da hat er mich erwischt. Die sind grün, ne? Die halten ein bisschen mehr aus, die Grünen. Wow. 180 Schaden, Leute. Hohoho, richtig gut. Gut. Item Firefly, sehr schön. Die brauche ich bei denen, wirklich. Halt dich mal. Zack. Oh, das wird jetzt ein bisschen spannender, ja. Ich glaube, da sind noch Wassergegner drin. Ich glaube, die können wir auch leicht wegknallen, ne? Genau, Leute, hier sind die Wassergegner. Vor denen habe ich überhaupt keine Angst mehr. Vor dem Dickerchen hier auch nicht. Was soll denn das?
Der ist grün, ne? Schaut euch den mal an. Die halten eigentlich auch mehr aus. Aber ja. What? Zweimal schießen und das war's. Kurz Prozess mit denen machen, ey. Mit denen kann man echt Schwierigkeiten kriegen. Aber ich konnte ja zum Glück beim Darkness einige Fireflies kaufen. So dass die kein Problem mehr sind. So, ich kann es euch schon mal sagen, wir müssen jetzt in das Forschungslabor reingehen. Allerdings müssen wir vorher noch mal hier ein paar Gegner platt machen. Oh, da ist noch ein dicker. Wo denn? Ah, da. Oh. 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 Ja, genau. Und noch mal. Patz. Die Dickerchen, ja, die haben sich ein bisschen mutiert, ne? Wie wir gesehen haben. Die haben jetzt grünen Schleim da. Alles klar, in dem Breeding Room noch. In diesem scheiß gruseligen Tierexperimente-Raum, ey. Oh, die Viecher sind immer noch da. Oh, ich will es schnell hinter mich bringen. Was ist denn da oben? Da oben hängt einer. Was ist das denn? Die trifft nicht. Ah, verdammt. Los. Warum triffst du denn nicht, Mensch? So, jetzt. Ja, die machen schön viel Schaden, die Dinger, wirklich. Ah. So, Leute. Oh, den habe ich ja gar nicht gesehen, da hinten. Wie dreist, wirklich. Hat der einfach einen Arm, der über 2 Meter lang ist. Auch nicht schlecht. Batz. Einfach einen kurzen Prozess machen mit den Dingern. Boah, Firefly Muni ist so wertvoll. Ich kann es euch gar nicht sagen. Haben wir jetzt eigentlich wieder genug XP? Wir haben wieder genug XP, Leute. P-Energie? Wie sieht es hier mit Anti-Energie-Shot aus? 4000, schade, Leute. Plasma? Ah, nee, Leute, ich muss hier raus. Ich habe keinen Bock, hier drin zu sein. Ganz ehrlich. Ich habe irgendwie Schiss, dass die ausbrechen. So, was haben wir hier? Aha. Ach, das sind diese Müllgegner. Diese Krüppel, ja. Ich habe das Gefühl, gegen die bringt die Shotgun nicht so viel. Irgendwie nur 60 Schaden, ne? Putz, putz. Das sind so Krüppelgegner hier. Schaut euch die mal an. Boah, ist das widerlich. Oh, Eier, mach Combustion los. Das ist mir so blöd, wirklich. Den mache ich als nächstes auf Level 3. Combustion hier. So, weg damit. So, Leute. Ekelhafte Gegner auch, ja. So. Ich würde sagen. So, wir sind vor einem neuen Bereich. Gut, Leute, hier war ja diese OP-Tür, ne, wie ihr euch erinnert. Gehen wir da rein. Ah, ne, die... Ah, nee, gar nicht wahr, Leute. Wenn wir mit dem Kai gegangen wären, wären wir jetzt hier reingekommen. Wir müssen aber nochmal zurück. Wir müssen an dem anderen Bereich da rein. Ihr habt ja da vorne diese Tür zum Forschungslabor gesehen, ne? In dem Raum mit den ganz vielen Gängen. Und hier bitte so schnell wie möglich raus, Eier. Ich hasse diesen Raum immer noch. Schnell raus, hier, bevor die da rumschreien. So. Genau hier, Leute. Hier haben wir ja jetzt die eine Tür mit dem Forschungslabor, ne? Genau, die eine verschlossene Tür hier. Diese hier. Da können wir jetzt rein mit dem, mit der Bowman-Karte. Hä? Moment. Hä? Ach, ich Vollidiot. Ja, ja, ich muss mit dem Aufzug fahren. Ah, das ist jetzt natürlich Zeitverschwendung. Mann, 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 Leute. Ich Vollidiot. Ich muss mit dem Aufzug nach B2. Also kann ich nochmal hochfahren und dann rumlaufen. Ah, ich Vollidiot. Es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit hier verschwinde. Aber... Ach ja, das war's so. Stimmt. Hätte ich eigentlich auch wissen können. Naja. Das war so ein Punkt, der war irgendwie bei mir nicht mehr da. Können wir noch so ein bisschen die gruselige Musik hier auf uns wirken lassen. Boah, Leute.
Boah, die Mucke ist echt krass. Gut, wir müssen mit dem Aufzug nach B2. Genau so geht das. Genau, das war hier, ja. Desinfektionskammer. Werden die Türen verriegelt? Hoffentlich passiert nichts. Diesmal nicht. Ah ja, diesmal nicht. Schnell wieder raus aus der Gaskammer. Achtung, verseuchtes Material in diesem Raum entsorgen. Verseuchtes Material, Leute. Corona, ey, wirklich. Naja, gut. Dupdi-dupdi-du. Ja, wie gesagt, ich hoffe, die Folge gefällt euch trotzdem, ja. Wenn ja, lasst doch mal ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr abonniert, lasst doch die Glocke läuten. Und ja, dann verpasst ihr keine Videos mehr. So, denn ihr denn interessiert seid. Gut. B2, Mensch. Das ist die einzige Tür, die dahin führt. Mit diesen Würmer. Gut. Macht die kaputt. Aber so viel Schaden macht die Firefly gegen die nicht. Aber ist egal, Leute. Wenn die Firefly leer werden sollte, habe ich immer noch die... die Wumme vom Douglas, die mit der normalen... Ach du Kacke! Mach mal Combustion schnell. Was? Oh, sehr schön. Schön effektiv hier. Oh, nur 7? Warum geben die nur 7? So, Leute, jetzt sind wir nämlich hier. Und ich glaube, jetzt können wir nämlich in diese eine Tür da rein. Aber wir können hier noch diese andere Tür aufmachen. Wo wir hier eben drinne waren. Schloss entriegelt, Leute. Genau. Wir können hier... Hier haben wir jetzt nämlich den Durchgang in die Fahrstuhlhalle. Genau, Leute. Hier habe ich mich eben verlaufen. Allerdings, Leute. Es wird spannend. Es ist 2 Minuten vor Ende, ey. Das ist... Das wird jetzt nämlich sau spannend. So, Leute. Wir haben jetzt nämlich... Wir haben vom Bowman ja die Karte gekriegt. Haben wir benutzt und das Schloss hier entriegelt, Leute. Ohne die Karte wären wir hier nicht reingekommen. Jetzt wird's spannend. Erstmal natürlich nochmal Gegner hier. Oh nein. Ah, Schleimis, okay. Weißt du was? Mach einmal den hier. So. Einfach alle 4, zack. Bringt die Firefly was bei dir? Oh, scheiße. Ja, genau. Metabolismus. Bringt der Firefly viel bei denen? Bisschen was, ja. Okay, Leute. Gut. Da hängen weitere Kameras. Zum Glück habe ich den Metabolismus gemacht, weil das war ein Gelähmtheitszustand. So, Leute. Puh. 32 MP, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier ist wieder so ein Gang. Haben wir hier irgendwas... Das ist alles neu, ne? Aber irgendwie passiert hier nichts. Oh Gott, Leute. Die Folge ist vorbei, ich glaub's nicht. Ja, bevor wir hier reingehen, Leute. Es tut mir leid, aber ich muss euch nochmal einen Cliffhanger hier einbauen. Weil da drin wird's spannend. Es wird echt spannend da drin. Und ja, wie gesagt. Da mache ich jetzt hier erstmal Schluss. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wobei ich weiß ja eigentlich, wie es weitergeht, ne? Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, würde ich das jetzt zusammenschneiden. Und einen Moment, dann hört ihr gleich meine Uhr klingeln. 2, 1, zack, genau. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschö, tschö.